geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie auch heute Abend wieder hier begrüßen zu dürfen. Genauso möchte ich all diejenigen begrüßen, die heute wieder über Kabel oder über Internet den offenen Kanal eingeschaltet haben. Ich darf Ihnen den dritten Vortrag ankündigen zu dem Thema »Warum werden wir krank? Das Gesetz des Lebens?« Dafür möchte ich an Dr. Horst Müller das Wort übergeben. Ja, ich begrüße Sie auch jetzt zu dieser dritten Stunde oder zu diesem dritten Vortrag. Und damit das Ganze übersichtlich bleibt, möchte ich, bevor ich zu dem dritten und vierten komme, eine kleine Übersicht dessen, was wir bisher besprochen haben, geben. Wir haben begonnen und ich habe versucht, deutlich zu machen, dass es bei der Ursache der Krankheit um eine klare Gesetzmäßigkeit geht. Und deshalb möchte ich diese Gesetzmäßigkeiten nochmal aufzeichnen. Wir haben gesehen, dass alles, was funktioniert, alles, was funktioniert, ist gesetzlich geregelt. Es gibt nichts, was irgendwo auf dieser Erde oder in diesem Universum funktioniert, was nicht nach einem festen Gesetz funktioniert. Das heißt, die Funktion ist ein Gesetzesparameter. Der zweite Punkt dieser Gesetze haben wir gesehen, dass alles, was funktioniert, braucht Kraft oder Energie. Es gibt nichts, das von sich aus funktionieren kann. Jede Funktion muss durch Energie gesteuert sein. Der dritte Punkt ist, alle Energie für ein System kommt von außen. Also all das, was funktioniert, kann sich seine Energie selber nicht herstellen. Es muss ihm von außen zugeführt werden oder das Element, das Leben holt sich die Energie von außen. Der vierte Punkt, die Mittel und die Menge die für die Funktion notwendig sind, die Mittel und die Menge, die für die Funktion notwendig sind, sind gesetzlich vorgegeben. So, wir können also nicht wählen, was wir brauchen, um zu funktionieren, und wir können auch nicht verändern die Menge, die wir brauchen, um zu funktionieren. Ich möchte das an dem Beispiel, das wir
gesehen haben an unserer Tabelle, auch verdeutlichen. Wir haben ja die Tabelle mit unseren Mitteln. Und ich muss sie jetzt hier nur nennen, weil so, hier haben wir unsere Grundbedürfnisse. Wir haben gesagt, wir brauchen Sauerstoff, Wasser, Nahrung, Wärme, Schlaf, Sonne. Und die Liebe. Und wir haben gesehen, dass diese Dinge für uns als Menschen nicht wählbar sind. Wir können nicht sagen, ich nehme anstelle von Sauerstoff was anderes oder anstelle von Wasser was anderes. Wir müssen genau das nehmen und genau in der Menge nehmen, wie es vorgegeben ist. Nehmen wir es nicht in der Menge, auch wenn wir das Richtige nehmen, dann funktionieren wir nicht richtig. Wir haben auch gesehen, dass wir Organe haben der Zufuhr. Das heißt, wir wissen, dass der Sauerstoff über die Lunge, das Wasser und die Nahrung über Magen-Darm, Wärme über die Haut ausgetauscht wird, Schlaf, Gehirn, Sonne über die Augen und Haut. Und wir haben gesehen, dass die Liebe über den Geist der Zelle zugeführt wird. So, wir haben also die Mittel und wir können diese Mittel zuführen nur auf einem gewissen Wege. Das führt uns zu dem fünften Punkt in unserer Gesetzmäßigkeit, den wir nicht vergessen dürfen. Der fünfte Punkt ist die Art und Weise, wie etwas funktionieren muss. Ist vorgegeben. Das heißt, können wir zum Beispiel die Lunge benutzen, um sie mit Nahrung zu füllen und damit sagen, okay, wir kommen weiter? Oder können wir den Magen benutzen, um Luft zu bringen in unser System, das geht nicht. Das heißt, die Art und Weise der Funktion ist so festgelegt, dass wir können sie nur ändern oder wenn wir sie ändern, dann mit der Zerstörung des Systems oder letztendlich dem Tod. Im OP ist man immer sehr bedacht, der Anästhesist besonders, wenn er die Einleitung macht für die Narkose, dass er schaut, wo er den Tubus, den Beatmungstubus legt, weil der Eingang in die Luftröhre und der in die Speiseröhre liegen beisammen. Sie sind einer hinter dem anderen. Und wenn man nicht aufpasst und genau guckt, kann es sein, dass man den Tubus anstelle in die Lunge legt, in den Magen. Was für Konsequenzen hat das für den Patienten? Ja, das ist eine ganz, kann zu ganz schlimmer Folge führen. Deshalb muss man das genau kontrollieren. Man guckt nicht nur, nachdem man den Tubus gelegt hat, schaut man, ob man in den Magen die Luft bringt oder in die Lunge. Die Art und Weise, wie etwas zu funktionieren hat, ist nicht veränderbar. Nur zum Schaden des Systems. Wenn ich jetzt dieses Handy nehme, dann ist es vorgegeben vom Konstrukteur, wie es zu funktionieren hat. Und ich kann
seine Funktion nur verändern, wenn ich dem Handy einen Schaden zufüge. Ja, ich kann also nicht dieses Handy voll ausnutzen, während ich die Gesetzmäßigkeit oder die Art und Weise, wie es zu funktionieren hat, versuche zu verändern. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht. Ja, die Funktion, wie ein Computer funktioniert, wie ein Auto zu funktionieren hat, wie viel Öl es braucht, wie viel Wasser, ist alles von vornherein festgelegt. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, dass wir als Menschen auch ein Funktionssystem sind, das festen Regeln unterstellt ist. Und ich würde das Leben des Menschen so aufzeichnen, wenn das hier so das Gesetz ist, des Lebens des Menschen, dann sind wir in diesem Rahmen. Und solange wir innerhalb dieses Rahmens sind, sind wir gesund. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens funktionieren wir richtig. Dieser Rahmen ist festgelegt durch die Mittel, die wir brauchen. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen Sauerstoff, Nahrung, Wärme, Wasser und Schlaf, die Sonne und sicherlich die Liebe, welche für die Zelle selbst, haben wir gesehen, elektrischer Strom ist. So, unser System ist davon abhängig, dass in einer gewissen Menge das Ganze vorhanden ist. Ich kann nun natürlich an die Grenzen kommen, wenn ich hier jetzt die Wärme nehme, 37 Grad Celsius ist ideal, aber wir haben ja nicht immer diese Voraussetzung, so kommen wir an die Grenze und wir überschreiten diese Wohlfühlgrenze, dann meldet sich der Körper mit einem Gefühl und sagt uns, okay, das ist jetzt, wenn wir nach unten gehen, zu kalt. Und wenn wir nach oben gehen, dann sagen wir, das ist zu warm. Und dann können wir Maßnahmen ergreifen, weil das System sagt uns, aha, du bist an der Toleranzgrenze, hier ist noch keine Gefahr letztendlich für das Leben, aber man ist nicht mehr im Rahmen des Gesetzes drin, so dass ich etwas tue, um wieder zurückzukehren in den Rahmen des Gesetzes. Ich ziehe mich entweder an oder ich ziehe mich aus, ich kühle oder tue etwas. Dasselbe ist mit dem Wasser. Wir wissen, wenn wir Wasser zu wenig haben, dann haben wir hier Durst. Und wir müssen etwas unternehmen, um wiederum im Rahmen des Gesetzes zu sein. Dasselbe, wenn wir Nahrung zu wenig haben, dann haben wir Hunger und so stehen wir da. Natürlich können wir uns auch zu viel trinken, dann haben wir einen vollen Bauch oder wenn wir zu viel essen. Das System meldet uns, dass wir nicht mehr im Rahmen dessen sind, wie es vorgegeben ist. Und sicherlich haben wir hier jetzt den Aspekt der Liebe, den müssen wir sehen. Der elektrische Strom ist für die Zelle genauso vorgegeben. Und kommen wir hier auseinander, haben wir dann natürlich zunächst emotionale Störungen, die noch nicht eine Krankheit bedeuten. Aber wenn dann der Mangel vorwärts geht, das heißt, ich entferne mich, egal auf welcher Ebene, über die gewisse Grenze hinaus, dann habe ich hier die Krankheit.
Und hier würde dann der Tod folgen, wo ich die Grenze überschritten habe. So, die meisten Menschen sterben aufgrund einer Krankheit, die wenigsten sterben gesund. So, hier haben wir die Krankheit. Dann ist der Tod. So, sicherlich können wir und haben wir die zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Einmal ist es meine Verantwortung hier, die ich einzuhalten habe. Und sicherlich lebe ich in einer Umwelt, wo ich nicht verantwortlich bin für alle Dinge, die auf mich zukommen. Es kann also, ich kann in einen Unfall hineinkommen, jemand fährt in mich hinein und dann wird das Gesetz des Lebens natürlich gebrochen. Ich bekomme einen Schaden oder ich kann dabei sogar sterben, aber dafür kann ich persönlich nichts, weil ich ja nichts für kann, was andere tun. So, wir haben also diese Gesetzmäßigkeit, die wir wissen müssen, okay, in ihr stehen wir und ich denke, je besser wir sie wissen, umso besser können wir leben. Und die große Not des Menschen ist, dass er eben zwar von einer Gesetzmäßigkeit ausgeht, aber diese Gesetzmäßigkeit nicht kennt. Und da wir gesehen haben, dass das Leben des Menschen im Wesentlichen auf die Liebe sich bezieht, nicht auf Essen und Trinken. Ich habe keinen Menschen gefunden, der um des Essen und Trinkens lebt. Ich habe keinen gefunden, der lebt, um zu schlafen, obwohl viele gerne schlafen und gerne essen und gerne trinken. Ich habe jeden Menschen gefunden, dass er lebt um der Liebe willen, um der geistigen Bedürfnisse willen. So wäre das Wichtigste, was wir in der Funktion des Menschen zu beachten haben, nämlich dieses Verhältnis zwischen Geist und Körper. Das Verhältnis, wie die Liebe sich äußert, wie Gedanken wirken auf unsere Zellen. Aber gerade dieser Bereich ist in der Medizin sehr unterentwickelt, sehr minder. Wenige beschäftigen sich und wenn man sich beschäftigt, es gibt ja viel Literatur über, nicht aus der medizinischen Welt unbedingt, aus der Glaubenswelt, aus der esoterischen Welt, die sich so beschäftigt mit dem Geist und mit dem Körper, mit der Krankheit. Aber sie ist nicht irgendwie systematisiert. Sie ist nicht so, dass man sagt, aha, so ist es, so funktioniere ich. Und das ist mein großes Anliegen. Ich möchte, dass dieses Verhältnis so verstehen, wie es eben funktioniert. Damit ich auch weiß, was muss ich denken oder welche Verantwortung habe ich in dem, was ich denke, gegenüber meinem eigenen Körper und gegenüber meiner Gesundheit. Weil ich kann das nicht verändern, dass mein Gedanke etwas bewirkt in meinem Körper. So, deshalb möchte ich ein wenig noch einmal darauf eingehen, wie wir zu funktionieren haben. Und das ist jetzt diese dritte Spalte hier, die gibt uns vor, die Tätigkeit. Was muss ich tun, damit ich meine Grundbedürfnisse auf dem Wege, der vorgegeben ist, die Art und Weise auch erfülle? So, Tätigkeit. Damit ich Sauerstoff in der Lunge habe, was muss ich tun? Ich muss atmen. Wasser im Magen, ich muss trinken. Nahrung im Darm, ich muss essen. Die Wärme muss ich von 37 Grad muss ich erhalten. Das heißt, ich muss mich entweder wärmen oder kühlen.
wenn ich außerhalb dieses Bereichs bin. Beim Schlaf muss ich mich hinlegen. Das ist die beste Position, zu schlafen. Die Sonne, da setze ich mich der Sonne aus. Wir können das Sonne nennen. Und die Frage ist, was muss ich tun, damit ich genug Liebe habe, das heißt genug elektrischen Strom für meine Zellen im Gehirn von meinem Geist. Was muss mein Geist tun? Mein Geist muss denken. Das ist seine Funktion. Erstmals wertfrei. So. Jetzt möchte ich ein wenig die Aufmerksamkeit darauf richten, habe ich die Wahl oder kann ich durch diese Tätigkeiten, die ich unbedingt machen muss, damit ich am Leben bleibe, wenn ich nur diese Tätigkeiten ausübe, mich durch dieselben Tätigkeiten, mit denen ich mich am Leben erhalte, auch umbringen? Und die Frage ist, kann ich mich durch reines Atmen töten? Oder geht das nicht? Und ich denke, jeder, der ein bisschen nachdenkt, kann verstehen, dass die Atmung, das heißt mein Atmen, nicht das ist, was mich letztendlich am Leben erhält an sich selbst, sondern das, was ich atme. Ich muss also etwas atmen, das vorgegeben ist. Ich kann nicht sagen, okay, ich atme jetzt Kohlenmonoxid. Wenn ein Mensch jetzt Kohlenmonoxid einatmet, dann stirbt er sehr schnell. Und er muss nicht aufhören zu atmen. Er muss nur atmen, das Giftgas und Kohlenmonoxid ist ein sehr starkes Gas, das bindet an unser Hämoglobin, an die Stelle von Sauerstoff, und ich töte mich allein durch Atmen. Das heißt, Atmen allein ohne das Grundbedürfnis, ohne das Was, ist nicht sehr erfolgreich. Ich muss also genau das atmen, was vorgegeben ist. Ich kann nicht wählen, was ich atme. Ich kann auch nicht wählen, was ich trinke. Mein Körper kann mit Salzwasser nicht viel anfangen. Ich muss das Wasser trinken, was er anwenden kann, damit es ihm gut geht. Ich kann auch nicht essen, was ich will. Ich muss das essen, was die Zelle brauchen kann. Das ist natürlich eine große Variation. Dennoch gibt es Dinge, die, wenn ich sie esse, mich töten. Ich kann nicht essen, was ich will. Ich kann mich auch nicht verändern, dass ich sage, ich kann auf diese Temperatur verzichten. Ich kann auch auf den Schlaf nicht verzichten und in der Nacht. Und ich kann auch nicht sagen, okay, ohne Sonne. Wobei die Sonne etwas ist, wo wir nicht sehr beteiligt sind an unserem Sonnen. Sie ist da jeden Morgen, wenn wir die Augen auftun. Je nachdem, wann wir aufstehen. Aber das Wichtige jetzt, kommen wir dahin, können wir denken, was wir wollen, ohne dass wir unserem Körper wehtun. Ohne dass wir, sind wir also frei zu denken, was wir wollen. Ich denke, wir sind so frei zu denken, was wir wollen, wie wir auch essen und trinken frei sind, was wir tun. Aber jeder darf trinken, was er will. Nur die Konsequenz wird er dann in seinem eigenen Körper sehen. So, wir sind grundsätzlich frei zu tun, was wir wollen. Aber der Körper, die Zelle, die Funktion, in die wir hineingestellt sind, ist nicht frei. Die muss genauestens eingehalten werden, damit wir gesund sind. Deshalb ist auch Denken nicht frei, dass ich sagen kann, ich darf denken, was ich will. Und mir geht es trotzdem gut. Ich glaube, wir alle haben das schon festgestellt. Und ich hatte gestern dieses Beispiel gebracht, dieser
Mutter, deren Kind umgebracht wurde. Und wir alle können nachvollziehen, dass solche Gedanken, die nach so einem Ereignis entstehen, nicht Gedanken sind, die dem Körper wirklich gut tun. Und wir sehen die Folge. Der Körper ist krank, er zerfällt. Und das ist etwas, was wir wissen müssen. Wie kann ich das vermeiden? Ich kann das Erlebnis nicht vermeiden, aber ich muss vermeiden können, dass mich das Erlebte in eine Situation bringt, wo mein Körper dadurch zerstört wird, weil ich durch mein Denken eine Gesetzmäßigkeit breche, die vorgegeben ist, die ich nicht abwählen kann. Genauso wie ich nicht abwählen kann, was ich trinken muss, was ich atmen muss und essen muss. All das ist vorgegeben. Nun, warum wissen wir so wenig über dieses Verhältnis zwischen Geist und Körper und über diese Funktion des Denkens? Ich möchte das noch einmal ein wenig erklären, was ich in der letzten Stunde gesagt habe. Wir haben gesehen, dass unser Gehirn so aufgebaut ist, dass es ja, da es ein Objekt ist, da es Atome sind, Zellen sind, wissen wir, dass das Gehirn von sich aus sich nicht bewegen kann. Also es braucht einen Geist, der das Gehirn bewegt. Ich würde das so sagen, ein Klavier kann selber sich nicht bespielen. Es muss also jemand sein, der die Tasten drückt. Und so kann ich und muss ich also einen Geist haben, der das Gehirn bewegt, der die ganze Maschinerie des Menschen in Bewegung setzt. Und sicherlich ist das auch gesetzlich geregelt. Und ich möchte das ein wenig anschneiden mit dem Vergleich zwischen dem Computer in der Software und in der Hardware. Wir müssen verstehen, dass beides, Geist und Körper zusammen, ähnlich funktionieren wie der Computer mit Software und Hardware. Ich habe hier eine DVD mitgebracht und wir alle wissen, auf dieser DVD ist viel Information drauf. Aber wie viel können wir persönlich von dieser DVD lesen? Wissen wir die Information? Wir haben keine Ahnung. Wir wissen, da ist was drauf. So, was brauchen wir dafür, damit wir hier wissen, was drauf steht? Damit wir die Information zur Information hinankommen. Wir brauchen also einen Leser. Der Leser ist das, der das hier, was beschrieben ist, entschlüsseln kann und uns auf einem Bildschirm als Information darstellt, die wir persönlich aufnehmen können. Und so funktioniert im Computer die Software und die Hardware. Wir sehen, die Information ist auf der Hardware. Aber die Hardware, wie viel weiß diese DVD, was auf ihr steht? Weiß sie was? Oh, ich denke, wir würden nie sagen, die DVD hat ein Bewusstsein, oder? Ja? Die DVD hat also kein Bewusstsein, genauso wenig wie dieses Blatt Papier hier weiß, was ich drauf geschrieben habe. Ja, ist unmöglich. So ist es auch in unserem Gehirn. Unser Gehirn ist die Hardware. Zumindest hier in der Hirnrinde schreibt der Geist die Information hinein. Deshalb der Speicher für Informationen, die wir aufgenommen haben, unsere Bilder, was wir gesehen haben, was wir gehört, geschmeckt, gerochen, das ist alles auf der, wenn man so will, Festplatte gespeichert. Aber das Gehirn selbst hat keine Ahnung, was dort steht.
Es ist genauso kodiert hinterlegt wie auf der DVD. Ich gibt ja heute Hirnforscher, die versuchen, den Gedankengang zu verfolgen. Und sicherlich bei Menschen kann man das nicht machen, dass man Elektroden in sein Gehirn macht, aber bei Mäusen versuchen sie zu sagen, okay, sie wollen sehen, wie geht der Gedanke von A nach B? Wie ist er im Gehirn da? Weil beim Computer wissen wir ja, wie die Software und die Hardware zusammen funktioniert. Aber wir selber können nicht das dekodieren. Das kann nur eine gewisse Software tun. Ja, wir selber machen das, aber wir selber können nicht lesen, was auf der DVD ist. Deshalb werden wir auch im Gehirn eines Menschen oder eines Tieres keine Gedanken finden, weil sie sind nicht sichtbar, sie sind kodiert und nur der Geist, der sie hineinschreibt, kann sie entschlüsseln und lesen. So, der Geist ist also das, was ich sagen würde, der die DVD beschreibt. Das heißt, wenn ein Mensch geboren wird, bekommt er viele Eindrücke. Natürlich kommen die Eindrücke alle über den Körper zum Geist und der Geist speichert sie. Wir werden nachher sehen, wie er das tut. Und sie werden dann in den Zellen gespeichert. Aber niemand könnte diese Zelle aufmachen und sagen, ah, ich sehe hier, was in dieser Zelle gespeichert ist für eine geistige Information, weil wir es nicht lesen können. Genauso wenig, wie wir auf der DVD es lesen können. Nur der Geist, der es hineingeschrieben hat, der kann es lesen. So, Bewusstsein hat also der Mensch nur im Zusammenhang zwischen dem Geist und dem Körper. Und um das hier nochmal als Struktur deutlich zu machen, wir haben also ein Wesen, der Mensch ist ein Wesen, das hat Zellen, und einen Geist und diese zusammen ergeben das, was wir das Leben nennen. Oder wenn wir es griechisch nennen wollen, ist es die Seele. Ja, so Zellen und Geist ergeben das Leben oder die Seele. Und das ist das, was wir haben in der Hirnrinde. Aber alles, was unterhalb der Hirnrinde ist, unterhalb der Hirnrinde bis irgendwo im Körper, das sind alles nur Zellen. Das ist sozusagen die Hardware. Hier haben wir das Gemisch zwischen Software und Hardware, zwischen Geist und Körper. So, das Leben des Menschen findet in diesem Bereich statt, wo der Geist und der Körper zusammen funktionieren. So, der Geist kann nichts sehen, so wie der DVD-Player nichts abspielen kann ohne DVD. Ja? So, wenn ihm durch den Körper die Information nicht zugeführt wird und er sie entschlüsselt, kann niemand nicht sehen. Ja, deshalb, wenn wir keine Augen mehr haben, können wir nichts sehen. Haben wir die Ohren kaputt gemacht, können wir nichts mehr hören. Ja, sind unsere Geschmacksknospen abgebrannt, dann können wir nichts mehr schmecken. Es kommt nämlich hier oben nichts mehr an. So, das heißt, ich habe also ein Leben, ein Bewusstsein, nur wenn diese zwei Dinge zusammen sind. Viele Menschen haben in ihrem Glauben eine Idee, dass dann, wenn der Mensch stirbt, wenn sein Geist sich trennt vom Körper, sein Geist weiter Bewusstsein hat. Aber das wäre so, wie wenn der Leser ohne DVD eine Information speichern könnte. So, unser Geist hat keine Informationen in sich selbst gespeichert, hat nur eine Funktionsweise, die festgelegt ist. Er muss und ist angewiesen auf den Körper, auf die Hardware, damit das beides das Leben ergibt. Deshalb ist der Tod dann da, wenn wir keinen Strom mehr haben, wenn Geist und Körper getrennt sind,
dann sind die beiden zwei Elemente ohne Bewusstsein. Weil Bewusstsein ist nur möglich, wenn beides beieinander ist und beides miteinander kommuniziert. Das mag so ein kleiner Exkurs gewesen sein in die Funktion zwischen Geist und Körper, aber mir ist es wichtig, dass wir das verstehen. Das ist die generelle Struktur des Menschen. Und wir können das am Computer sehen und wir können es auch in Experimenten im Leben des Menschen sehen, dass wenn wir hier zum Beispiel irgendwo hineinstechen, dann verlieren wir einen Teil unseres Gedächtnisses. Wieso? Weil wir hier eine Speicherung haben. Ja, und die Speicherung ist hier. Der Geist kann es nicht mehr lesen, weil er hat nicht mehr woher. Das Blatt ist irgendwo zerkratzt und so kann er das nicht mehr tun. So, deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, die Information wird auf der Hardware abgelegt. Aber lesen kann sie nur die Software. Lesen kann sie nur ein Geist. Das ist manchmal schwierig für die Wissenschaftler und für uns zu verstehen, dass das immer nur in einer Kombination zusammengeht. Es gibt keine Hardware, die sich die Software herstellt oder eine Hardware, die ein Bewusstsein hätte. Ja? Aber die Hardware kann Träger sein von der Information, die der Geist lesen kann, wenn es so drauf kodiert ist, dass er es lesen kann. So, deshalb wichtig ist es, dass wir verstehen, was dürfen wir als Menschen denken, damit wir uns selber nicht krank machen. Und da habe ich am Anfang, nachdem ich anfing, die Geschichten des Menschen zusammenzulegen mit seinem Erlebten, da kam ich und erkannte etwas, was mich hochfach fasziniert hat. Ich dachte am Anfang, dass die Krankheiten meiner Patientin alle, da sie ja unterschiedlich waren, unterschiedliche Ursachen haben. Ich dachte zum Beispiel, dass der Tinnitus eine andere Ursache hat wie der Schwindel. Und wiederum die Schilddrüse oder der Halsschmerz. Eine andere Ursache hat wie alle drei. So habe ich meine Patienten in Gruppen aufgeteilt und wollte bei jeder Gruppe den gemeinsamen Nenner herausfinden, um zu wissen, was macht Halsschmerzen, was macht Schwindel, was macht den Tinnitus. Und so dachte ich, ich finde Gemeinsamkeiten. Und ich habe viele Gemeinsamkeiten gefunden in jeder Gruppe. Ja, so fand ich bei dem, der einen Tinnitus hatte, in den meisten Fällen, wenn es nicht ein Ereignis war von außen, nicht ein Knalltrauma oder ein Schlag, der irgendwas dort zerstört hat durch den Knall, fand ich, dass die Menschen hier eine liebe Person verloren hatten oder in einem Konflikt standen, dass sie verloren gegangen ist. Eine Frau kam und hatte einen Tinnitus seit 9 Jahren und seit 9 Jahren betrügt sie ihr Mann und sie kann sich von ihm nicht trennen, weil eben ein Kind da ist und so weiter. Die Umstände erlauben es ihr nicht, so denkt sie. Aber den Ton hat sie seitdem. Und das konnte ich dann nachvollziehen in den Fällen meiner Patienten, die mit mir sprachen. Es war der Verlust einer Beziehung. Dann war der Schwindel, kam auf, dadurch, dass Menschen Ärger hatten und im Streit waren. Und dann beim Hals stellte ich fest, es waren meistens Ängste und Sorgen, die der Mensch mit sich so rumträgt. So, ich fand Gemeinsamkeiten, das faszinierte mich. In jeder Gruppe sah ich einen roten Faden. Aber
die mich interessierte, nicht die Oberfläche an sich, sondern wie tief geht das? Wo ist der gemeinsame Gedanke? Weil mich interessierte das Denken des Menschen. Und Ende 2007, ich habe gesagt, ich habe 2004 angefangen, Ende 2007 war etwas, was mich faszinierte. Das war so die größte Entdeckung, für die ich sehr dankbar bin, dass ich merkte, dass der gemeinsame Gedanke aus jeder Gruppe nur einer war. Das heißt, in jeder Gruppe, ganz egal, was ich fand für oberflächliche Störungen in den Beziehungen, der Gedanke, der die Krankheit auslöste, war immer derselbe. Und das machte natürlich mein Leben auf einmal plötzlich einfach. Wenn Sie sich vorstellen können, Sie wollen die Ursache der Krankheit herausfinden und Sie erkennen nun, aha, es gibt nur ein Problem, das der Mensch hat. Ob er nun Halsschmerzen hat oder Schwindel oder Tinnitus oder welche Störung auch immer er hat in seinem Körper, die vom Denken kommt, dann ist das immer nur ein einziger Gedanke, der das tut. Das war natürlich hochfaszinierend für mich. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe 4 Monate es nachgeschaut und in jedem einzelnen Fall durchgegangen und konnte zu keinem anderen Schluss kommen, außer es gibt nur einen Gedanken, der die Krankheit macht. Und da wurde das Ganze faszinierend. Da fing ich an zu verstehen, wie der Mensch denkt und wie er seine Entscheidungen trifft. So, das ist etwas, was mich dazu geführt hat, zu erkennen, die Dinge, die man sonst an der Oberfläche nicht sieht. Würden Sie sich vorstellen, dass alle menschlichen Probleme seines Geistes nur einen einzigen Gedanken zur Grundlage haben? Und wenn man diesen einen Gedanken erledigt, dann ist man befreit von allen Problemen. So, das ist also das, was mich dazu geführt hat, zu verstehen, was muss der Mensch also denken bzw. nicht denken, damit er weiß, was er tun soll. Das führte mich aber auch dazu, eine Struktur zu erkennen im Menschen, eine Funktionsweise, die vorgegeben ist, die ich nicht hineingelegt habe, die ich nicht erfunden habe, die ich nur beobachtet habe. Und ich möchte diese Funktionsweise wieder schematisch darstellen. Wir haben also hier unseren Körper. Und wir wissen, der wird von einer Hirnrinde gesteuert. Und diese Hirnrinde verbindet den Körper mit den Nervenbahnen. Und dann gibt es in unserer Hirnrinde eine Bündelung der Nervenbahnen. Die kommen zusammen an einen Punkt in unserem Bewusstsein. Den nennen wir Willen. So. Zu unserem Willen kommen alle Bahnen, bündeln sich dort zusammen. Aber entscheidend ist, dass hier, wo der Geist natürlich irgendwo ist und funktioniert, er wird vom Willen, quasi bekommt er die Information über Hunger, über Durst, über was er sieht und hört und riecht und schmeckt. Das alles nimmt der Geist wahr über die Gefühle, die da an ihn herankommen, die im Willen lokalisiert sind. Aber das Entscheidende ist, dass wenn der Geist den Willen steuert, er dieses nur über eine einzige Art und Weise tun kann. Das heißt, der Geist kann nur
über diesen einen Punkt hier die Information und den Menschen, egal wie, steuern. Und das hat mir, die Beobachtung am Patienten hat mir geholfen, diesen Punkt, der alles entscheidet im Leben eines Menschen, zu wissen und zu kennen. Er ist quasi, wenn man so will, das Herz. Man könnte das Herz insgesamt als dieses Bild sehen, aber letztendlich die entscheidende Situation, dort, wo der Mensch seine Entscheidungen trifft, das ist nur ein einziger Punkt, von wo der ganze Mensch gesteuert wird. Und ich denke, das ist schön zu wissen. Wir müssen uns also nur auf eine einzige Sache konzentrieren in unserem Denken, damit wir gesund sind. Und das ist nicht so schwierig, oder? Sollte es so sein, wenn es nur eine Sache ist, wenn es nur an einem Punkt sich alles entscheidet. So, das wollen wir jetzt uns hier betrachten. Diesen Ausschnitt möchte ich hier jetzt groß machen, weil er ist das, was uns zeigt, wie der Mensch funktioniert zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wir haben also im Bewusstsein und das Unterbewusstsein, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, nicht, dass wir es nicht wissen könnten, aber wir sind uns nicht bewusst, dass es so funktioniert. Wir haben also hier unseren Willen. Und der Wille ist das Zentrum, wir wissen, es ist hier im Frontalhirn auf beiden Seiten angelegt. Dort kommen alle unsere Informationen zusammen. Sie bündeln sich dort. Ich würde sagen, im Vergleich zum Computer ist der Wille der Bildschirm. Er zeigt mir auf, was zu tun ist oder wo eine Not ist. Ich habe im Willen also ein Lämpchen, das heißt Hunger. Und ich habe ein Lämpchen, das heißt Durst und Schwitzen und Frieren und Appetit und Leidenschaft oder sexuelle Lust, was auch immer. Alle Instinkte, alles, was der Mensch so körperlich braucht, kommt zu seinem Willen, so wie die Information des Computers an den Bildschirm. Aber auch die geistigen Bedürfnisse, die der Mensch hat, sind in seinem Willen lokalisiert und dort zu Hause. Das heißt, wir alle wollen und brauchen haben geistige Bedürfnisse. Und das, was den Willen hauptsächlich steuert, ist immer ein geistiges Bedürfnis. Und dieses ist natürlich unterschiedlich bei Menschen. Es gibt Gruppen von Menschen, bei mir zum Beispiel, hier habe ich Harmonie, ist mein wichtigstes Bedürfnis, das steuert alle anderen, das ist übergeordnet. Ich habe aber auch ein großes Bedürfnis nach Freiheit. Ich habe ein großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Sicherheit, nach Kontrolle. Das heißt, da gibt es viele, viele geistige Bedürfnisse, noch mehr wie körperliche. Die sind auch in unserem Willen zu Hause. Wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Harmonie, wir wollen die Wahrheit, wir wollen diese Dinge. Und wir wollen sie bewusst. So, die Frage ist nun, entscheidet unser Wille, wenn wir eine Not haben, oder wer entscheidet? Entscheidet der Bildschirm? Kann der Bildschirm Entscheidungen treffen im Computersystem oder kann er es nicht? Und die Menschheit dachte, und sicherlich zumindest in der heutigen Welt, denkt man, okay, und in der philosophischen Welt denkt man, dass der Mensch in seinem Bewusstsein seine Entscheidungen trifft. Und das stimmt zum Teil. Wir haben gestern gesehen, dass der Libet ein Experiment gemacht hat mit seinem Probanden, indem er ihn getan hat, dass er eine Entscheidung trifft. Er hat ihn vor eine Wahl gelegt, ob er diese Uhr anhalten soll oder nicht anhalten soll. Und hat dann gemessen, was in seinem Gehirn passiert. Und wir haben gesehen, es kommt eine
Es entsteht ein Aktionspotenzial. Und die Frage ist, wo entsteht das Aktionspotenzial? Wo geht es los? Ist der Wille, der bewusste Wille des Menschen hier an diesem Punkt oder ist er weiter hinten? Und das Interessante am Experiment war, und man kann das auch heute immer wieder nachprüfen, ist, dass wenn er bewusst die Entscheidung trifft, die Entscheidung schon 500 Millisekunden davor getroffen wurde. Das heißt dann, wenn er sich entscheidet zu tun, da hat er schon entschieden, 500 Millisekunden davor. Das heißt, wenn ich heute Ihnen einen Stift zur Wahl gebe, blau und schwarz oder rot und grün, dann entscheiden Sie, dass Sie sich für eine Farbe entscheiden und greifen dazu. Aber Sie kennen nicht den Prozess, wie Sie entschieden haben. Weil ich muss abwägen, ich treffe eine Entscheidung, aber ich weiß nicht, wie ich die Entscheidung treffe. Das sind diese 500 Millisekunden, die uns fehlen über unsere Funktion. Und da ist jetzt die Hirnforschung in einer gewissen Problematik, weil sie sagt, naja, wenn der Mensch bewusst eine Entscheidung trifft, ist die Entscheidung für ihn schon getroffen. Das heißt, er hat keinen Willen. Das wäre natürlich eine katastrophale Sache, wenn man dazu käme und sagen würde, ja, die Entscheidung trifft das Gehirn für dich. Wenn es zum Bewusstsein wird, dass du es entscheidest, dann hast du da gar keine Wahl mehr, weil du tust es dann, wozu dich dein Gehirn angewiesen hat zu tun, weil hier der Strom ja schon losgeht. So, habe ich dann keine Entscheidung? Das heißt, entscheidet mein Gehirn, wenn ich vor der Wahl stehe, oder entscheidet mein Geist? Und nur, dass ich diesen Prozess hier nicht kenne, heißt das, dass nicht ich entscheide? So, das sind komplizierte Situationen. Man könnte dadurch den Menschen, der mordet oder der gewisse Delikte tut, aus seiner Leidenschaft heraus sagen, er kann nichts dafür, der Arme. Er kann sich ja nicht anders entscheiden. Aber stimmt das? Ist das die Realität? So, nur weil ich diesen Prozess nicht kenne, heißt es nicht, dass ich nicht entscheide. Und dieses Experiment habe ich nachdem erst ich meine Beobachtung gemacht habe, hat mir ein Patient darauf hingewiesen und es bestätigt letztendlich das, was ich in der Praxis entdeckt habe, nämlich, dass der Mensch nicht weiß, wie er entscheidet. Und dass er diese Entscheidung sehr schnell trifft und er weiß aber nicht, was letztendlich an der Basis seiner Entscheidung steht. Und an der Basis seiner Entscheidung steht nur ein Gedanke oder besser gesagt das Zusammenspiel von zwei Gedanken. Und das ist auch der Ort, wo der Strom letztendlich entsteht, die Entscheidung, ja, wo der Impuls entsteht. Wir wissen, dass Strom und dass der Körper letztendlich nur zwei mögliche Ladungen hat. Ja, weil der Körper besteht aus Atomen und er hat nur ein Plus und ein Minus und eine Nulllinie. Und um Strom zu erzeugen, wissen wir, dass wir hier ein Elektron bewegen müssen. Ja, dass dann in dieser Spannung zwischen Plus und Minus den Strom dann darstellt. Und so haben wir hier den Körper, der kann nur Plus und Minus verstehen. Und wir haben hier ein bisschen weiter oben unseren Geist. Das bin ich. Und ich muss quasi mit meinem Körper kommunizieren, so wie die Software mit der Hardware, über eine Sprache, die beide verstehen. Das heißt, der Geist braucht einen Gedanken, der dem Körper das Minus sagt. Und der Geist braucht einen Gedanken, den der Körper als Plus versteht. Das ist also, wenn wir so wollen, beim Baum bewegt der Wind die Blätter.
Ja, es ist eine Kraft, die auf ihn einstößt. Hier bewegt ein Gedanke das Blatt, weil es dem Plus oder dem Minus oder dem Null entspricht. Und das ist wichtig. Was denken Sie, wo liegt der Gedanke, der uns krank macht? Liegt er im Plus oder im Minus? Ja, nun, ich denke, wir alle können uns vorstellen, dass der Gedanke, der alle Menschen krank macht, im Minusbereich liegt. Und dieser Gedanke, den ich hier an der Basis aller Probleme gefunden habe des Menschen, ist ein einfacher Gedanke und er ist Verlust. So, ohne Verlust gibt es nichts, was uns Menschen ein Problem machen könnte. Alle Probleme des Menschen kommen aus dem Verlustgedanken. Das empfindet der Körper als negativ. Sie wissen, es wird ja heute viel über positives Denken und negatives Denken, aber keiner versteht, was es wirklich ist. Und wenn ich nicht verstehe, was ist das Ganze, verstehe ich auch nicht, was ich tun muss, um es zu vermeiden. So, der Gedanke, der uns in unserem Leben Schwierigkeiten macht, ist eben der Verlust. Und wir werden sehen, es ist nicht der reine Verlustgedanke, es ist ein bisschen mehr, aber das erstmal zur Erklärung. Als ich diese Sache beobachtete, kam ein Fragebogen in meine Hände von einem psychologischen Fragebogen, welcher befragen sollte, ob der Mensch in einem gewissen Risiken steht und ob er eben ein Risiko hat, krank zu werden auf der psychischen Ebene. Da waren 25 Fragen abgebildet in diesem Fragebogen. Raten Sie mal, jede Frage, welches war der gemeinsame Nenner einer jeden Frage? So, jede Frage fragte nur eine Sache ab, und zwar Verlust. Verlust von diesem, Verlust von dem, Verlust von jenem, Verlust von alle, von dem anderen. So 25 Fragen, die alle nur nach Verlusten fragten. So, ich brauchte lange, bis ich überzeugt war, dass der Verlustgedanke der einzige ist aller Probleme. Und sicherlich nachher entdeckte ich auch den gegenüberliegenden Gedanken, der ist ja dann offensichtlich, es war damals Anfang 2008, gab es irgendwelche Wahlen, ich weiß nicht was für Wahlen, aber ich sah mir die Wahlplakate an und was war gemeinsam aller Wahlplakate, was versprechen sie? Was versprechen uns die Wahlplakate jetzt? Ja, sie versprechen uns Gewinn. So, und damit haben wir dieses Zusammenspiel zwischen Plus und Minus. Der Mensch ist also in einer Situation, dass er so funktionieren muss, wie es vorgegeben ist. Und zwar, wie muss der Geist seine Entscheidungen treffen, dass im Körper Strom entsteht? Ist er frei, in Richtung Verlust und Gewinn zu gehen, oder ist er bestimmt, in eine gewisse Richtung zu gehen? Kann ich in Richtung Verlust gehen, nach freier Möglichkeit, oder kann ich nicht? Auch hier, wenn man oberflächlich nur denkt, könnte man sagen, ja, der Mensch könnte sowohl in Richtung Gewinn als auch Verlust gehen. Die Wahrheit ist, er kann es nicht. Die Gabe, die Funktion des Geistes gegenüber dem Körper ist vorgegeben. Das heißt, meine Entscheidungen muss ich treffen nach einer festen Vorgabe. Und die feste Vorgabe liegt in diesem Bereich. Und nehmen wir an, ein Beispiel, wir haben das Beispiel mit dem Hunger gehabt. Wenn der Hunger kommt,
Wie treffe ich die Entscheidung, ob ich esse oder nicht? Ja, weil sie geht sehr schnell. Wie treffe ich sie? Und die Entscheidung treffe ich ganz einfach. Wenn der Hunger jetzt für meinen Geist eine Gewinnsituation ist, das heißt, den Hunger zu stillen, dann wird mein Geist Ja sagen. Und dann wird er wieder entscheiden, zwischen was er isst, das entscheidet er auch wieder, was ist mehr Gewinn, das, was ich in den Mund stecke, und dann esse. Ist aber jetzt das Essen nicht ein Gewinn, weil ich mitten in einem Gespräch bin oder ich bin mitten in einem Marathonlauf und ich bekomme Durst und Hunger und werde müde, und dann kommt der Körper und fordert seine Not, aber ich sage mir, das ist jetzt nicht so wichtig, weil das wäre jetzt der Verlust des Gewinns des Marathons, also sage ich meinem Hunger ein großes Nein und vertröste ihn auf später. Das heißt, die Entscheidungen, die der Mensch hat, sind ihm vorgegeben und sie sind gebunden an die Sicht des Geistes. Kommt dem Geist etwas als Gewinn vor, dann sagt er ja. Kommt dem Geist etwas als Verlust vor, dann muss er Nein sagen. Ich muss nicht unbedingt immer Ja zum Gewinn sagen, aber ich muss Nein zum Verlust sagen. Kein Mensch kann sich bewusst einen Verlust machen, indem er sagt, dies ist das schlechteste Gerät, das ich brauche, es ist das teuerste, ich kaufe es trotzdem. Wir können nie einen Menschen motivieren, etwas zu tun, es sei denn zwischen diesen zwei Polen. Und wissen Sie, der eine Pol ist Null, ja? Das ist in der Computersprache das Nein, und der eine Pol ist das Eins, der Gewinn, und das ist das Ja. Wir haben nur Null und Eins, das wir entscheiden können. Wir müssen also den Verlust immer vermeiden. Hätte der Mensch den Verlustgedanken nicht, dann wäre er nicht steuerbar. Stellen Sie sich vor, wir könnten in Richtung Verlust gehen, wie wir wollen. Dann müssten wir nie etwas vermeiden. Ja, der Chirurg könnte bei seiner Operation nicht nur den Tumor rausschneiden, sondern auch, ich mache auch die Lunge raus, es macht ja eh nichts aus. Wir würden bei Rot über die Ampel fahren können, würden sagen, naja, auch wenn es uns blitzt, wir können uns ja Verluste machen ohne Ende. Das mag vielleicht einer tun, wenn er viel Geld hat, aber die Gefahr ist, dass er bei Rot über die Ampel kommt und ein anderes Auto fährt bei Grün und dann ist ein Unfall. Und deshalb bleibt der Mensch an der Ampel stehen. Nicht, weil er unbedingt das will, sondern weil er muss den Verlust vermeiden. Ja, ich muss sagen, ich hatte in meinen früheren Jahren, wo ich noch jünger war, wenn man jung ist, dann fährt man ja schnell mit den Autos. Ja. Aber man gewöhnt sich dann irgendwie an, dass man in seinem Hintergrundbild schon den Radar erkennt, wenn er ja irgendwo am Horizont erscheint. Und wenn ich irgendwas erkenne, obwohl ich heute nicht mehr so fahre wie früher, was nur als Radar aussieht, drücke ich auf die Bremse, obwohl ich im Limit bin, weil es einfach ein Reflex ist. Wir denken zwischen Gewinn und Verlust innerhalb von 4,5 Millisekunden. So schnell können wir nicht bewusst denken, aber kommt die Information, zack, zack. Also das ist schon zu langsam, dass ich auf die Bremse drücke, weil ich muss Verlust vermeiden. Wir müssen Verlust immer vermeiden. Und ich möchte das ganz deutlich machen. Der Verlustgedanke ist entscheidend für unser Leben. Das Minus ist entscheidend, damit wir nicht hineinkommen. Deshalb brauchen wir die Spannung, damit Strom entsteht. Und der Strom entsteht hier, in diesem Rahmen. Und wir können das nachvollziehen in unserem Gehirn. Wir können das nachvollziehen an unserer Hirnrinde. Schauen Sie, wenn wir hier oben im Geist Gewinn denken, ja,
wir haben einen Gewinn erfahren, dann welcher Strom produziert welche Hormone? Fühlen wir uns gut oder schlecht? Kann sich jemand schlecht fühlen, wenn er einen Gewinn hat? Wenn er Gewinn denkt, ist völlig unmöglich. Weil Gewinn für den Körper bedeutet, das ist es, was ich will. Für den Geist ist es auch das, was er will. So hier sind sie sich einig. Hat der Geist Gewinn, hat der Körper einen Gewinn und es geht ihm gut. Ganz egal, ob der Gewinn reell oder unreell ist. Weil was der Geist sich einbildet, das muss der Körper mitmachen. Ja, zum Beispiel ein Fußballfan sitzt beim Fußballspiel und seine Mannschaft gewinnt. Was für Gefühle hat er? Oh, hat sehr gute Gefühle, weil seine Mannschaft hat gewonnen. Aber hat er was gewonnen? In der Realität ist es ja nur eine Illusion. Er selbst hat nichts gewonnen, aber es macht ja nichts. Hauptsache, er hat sich gefreut über den Gewinn. Er identifiziert sich mit der Mannschaft und der Gewinn der Mannschaft ist sein Gewinn, obwohl in der Realität ist nichts. Aber für den Körper ist das, was der Geist denkt, Realität. So denke ich Gewinn, geht es mir gut. Die Schwierigkeit kommt nur, wenn meine Mannschaft verloren hat, nicht? Wie fühlt sich der Fan, dessen Mannschaft verloren hat? Warum brauchen wir Polizisten in den Stadien? Für die Gewinner oder für die Verlierer? Wen muss man festhalten? Wer wird gefährlich? Wann springen denn die Leute auf den Schiedsrichter? Wenn er eine gute Entscheidung trifft oder eine zu den Ungunsten meiner Mannschaft? Ja, wann ist die Gefahr da? Beim Gewinn freuen sich doch alle. Ja, da können sie höchstens unter Alkoholeinfluss ein Problem darstellen. Aber letztendlich brauchen wir in dem Stadion, und ich wohne in der Nähe eines Erst-Bundesliga-Stadions und ich bin häufig weg am Wochenende. Das ist gut. Wir wohnen weit außerhalb des Stadions. Leider. Ich müsste dort vorbeifahren, wenn ich zur Autobahn fahre oder in die Stadt. Und dann ist das ein Aufgebot an Polizei und an Volk. Das ist schon viel. Und dann sage ich mir, wow, was das alles kostet. Aber wozu hat man es? Man hat es, weil der Mensch nicht verlieren kann. Deshalb muss man dort den Menschen bändigen, weil er im Verlust nicht sein kann. Wenn der verloren hat, sieht den, der sich freut über seinen Gewinn, dann geht in ihm eine Wut hoch und dann patsch hat er vielleicht eine. Weil das ist die Reaktion des Menschen und dafür brauchen wir die Polizei. Ja, würden beide Mannschaften gewinnen, bräuchten wir vielleicht, weiß es nicht unbedingt, Polizisten, weil alle würden froh ins Stadion gehen und alle würden froh nach Hause gehen. Aber schauen Sie sich nochmal an, ich habe das mal beobachtet, wie die Verlierer, die Fans aus dem Stadion kommen. Wir sind, ja, also man sieht es auf den Gesichtern, in ihrem Körper geschrieben, der Verlust macht sie unglücklich. Ja, dabei haben sie nichts verloren. Dennoch denken sie, sie haben was verloren. So, was der Geist denkt, ist mit dem Körper genauestens abgestimmt. Denke ich Gewinn, geht es mir gut. Denke ich, ich habe weder gewonnen noch verloren, das heißt, ich bleibe bei Null, geht es mir auch gut in meinen Gefühlen. Dann bin ich sicher. Denke ich aber Verlust, dann geht in meinem Körper die Emotion als erstes hoch und später kommt die Krankheit. So, ich denke, wir können das alle nachvollziehen, dass der Mensch in diesen zwei Arten nur seine Information ablegt. Ich lege alles in meinem Gehirn unter 0 und 1 und unter minus 1 ab. Und da ich minus 1 nicht vertrage, muss ich dagegen gehen. Deshalb müssen Menschen, wenn sie etwas verloren haben, kommt das immer wieder hoch ins Bewusstsein. Während Gewinne müssen wir uns erinnern, wenn sie schon lange zurückliegen. Aber manche kann einen Freund haben, mit dem ist er 20 Jahre gut zusammen und dann macht er einen Fehler und nach 20 Jahren ist dieser Fehler immer noch grandios und all das Gute, was man erlebt hat,
ist verschwunden. So, weil wir eben den Verlust als nicht ertragbar sehen können. Nun, so treffen wir unsere Entscheidungen. Das ist Funktionsweise. Niemand von uns kann sich das auswählen, nicht so zu funktionieren. Niemand. So funktionieren wir. So, was wir also vermeiden müssen von der Struktur und der Konstruktion, wie wir gemacht sind, ist den Verlust. Und in der Realität gibt es natürlich den Verlust. Ja, wenn ein Kind stirbt, ist es ein Verlust. Aber was macht dennoch die Krankheit? Nun, es ist nicht der Verlust an sich, sondern es ist dann, wenn der Mensch denkt, der Verlust ist persönlich. Das heißt, das krankmachende Agens ist der persönliche Verlust. Ja, wir können heute nachdenken über das, was so in der Welt passiert, über Katastrophen. Es war vor 2 Jahren, glaube ich, als dieser Mann in Norwegen diese Kinder alle umgebracht hatte. Das schockiert uns. Und wir sind betroffen. Es macht uns traurig. Aber da dieser Verlust nicht etwas Persönliches ist, kann er uns nicht krank machen. Er ist für den Körper nicht schädlich, weil er ist eine Realität. Was nur schwierig ist und uns krank macht, ist das, was wir als persönlich wäre jetzt unser Kind, mein Kind, dort umgebracht worden, dann ändert sich die Situation. Und dann komme ich in die Not und dann geht es meinem Körper schlecht. Und ich hätte gerne eine Studie gemacht, eine Beobachtung an den Menschen, deren ihre Kinder umgebracht worden sind, und hätte gesehen, was in diesen 2 Jahren schon an Krankheiten aufgetreten sind. Aber die meisten, je nachdem wie empfindlich oder wie groß der Verlust vom Geist des jeden Einzelnen und je nachdem wie stark sein Körper ist, gewisse Dinge zu vertragen, kommen seine Krankheiten 1 Jahr, 2 Jahre, aber nach 5 bis 10 Jahren sind diese Menschen krank und sterben aufgrund, weil sie dieses Ereignis, dieses Erlebnis als einen persönlichen Verlust sehen, nicht als einen Verlust allgemein. So, der Mensch hat also ein Problem. Er muss also, um von seinem Geist sich nicht seinen eigenen Körper krank zu machen, darf der Geist nicht persönlichen Verlust denken. Solange er das nicht tut, bleibt sein Körper von seinem Geist her unbeschädigt. Denkt er aber, das ist ein persönlicher Verlust, dann muss er krank werden, früher oder später. Deshalb meine Frage jetzt: Können wir persönlichen Verlust vermeiden? Kann der Mensch das oder kann er nicht? Und jeder gibt dieselbe Antwort auch hier. Es gibt Fragen, die ich jedem Menschen stelle, die werden von jedem Menschen immer gleich beantwortet. Ganz egal, wer er ist, wie er heißt, was er studiert hat oder nicht. Und die Menschen sagen alle, dass sie es nicht können. Aber wonach sagen sie alle, dass sie es nicht können? Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, nämlich zur Sicht des Geistes von dem, was Gewinn und was Verlust ist, was persönlich ist und nicht persönlich. Und hier ist das entscheidende Element im Menschen. Der Geist hat 2 Möglichkeiten der Sicht über das, was ein Gewinn oder ein Verlust ist. So, es ist hier die eine Sicht und hier die andere Sicht. Es gibt nur 2. Es gibt nicht 3 Möglichkeiten, Dinge zu sehen. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, diese Dinge zu sehen. So, entweder sieht der Geist
Gewinn im Bekommen. Oder er sieht den Gewinn im Geben. So, wenn der Geist im Bekommen seinen Gewinn sieht, dann das Gegenteil von Bekommen ist der Verlust und das wäre der Gedanke nicht bekommen. Wenn Geben Gewinn ist, dann wäre der Verlust nicht geben oder behalten. So, was denken Sie, welche Sicht hat der Mensch angeboren, nachdem er Gewinn und Verlust berechnet? Nach dem Bekommen oder nach dem Geben? Es gibt manche Patienten von mir, die sagen, das Geben ist Gewinn. Und da sage ich, wunderbar. Wir haben hier zwei Türen, ich habe aus meinem Sprechzimmer, können wir aus zwei Wegen rausgehen. Wir haben die Tür nach links und die Tür nach rechts. Und ich sage Ihnen, bei der einen Tür, wenn Sie durch diese Tür gehen, kriegen Sie 1.000 Euro. Und wenn Sie durch diese Tür gehen, geben Sie 1.000 Euro. Was denken Sie, durch welche Tür wählt der Mensch zu gehen? Ja, er muss durch die Tür gehen, wo er den Gewinn sieht. Vor allen Dingen darf er nicht durch die Tür gehen, wo er was geben muss, weil er sieht das dann als Verlust. Geht nicht. Hast du die Option, 1.000 Euro zu bekommen oder 1.000 Euro zu geben? Jeder Mensch wählt die Option, es zu bekommen, weil er das als Gewinn sieht. Der Mensch sieht Bekommen als Gewinn. Und er sieht nicht bekommen oder zu wenig bekommen. Oder etwas weggenommen. Bekommen. Als Verlust. Deshalb sagt er von sich aus, ohne dass er weiß, wie er das denkt, es geht nicht, persönlichen Verlust zu vermeiden, weil jeder denkt, wenn seine Mutter stirbt, ist das was für ein Verlust? Ein allgemeiner oder ein persönlicher? Wir denken alles ist persönlich. Wenn unser Kind stirbt, denken wir, es ist ein persönlicher Verlust. Wenn uns jemand das Auto stiehlt, denken wir, es ist ein persönlicher Verlust. Wenn uns jemand auf der Autobahn langsam vorausfährt und wir sind in Eile, so denken wir, was der andere tut, ist ein persönlicher Verlust. Und ich gehe gegen ihn vor, nicht mit Hupen oder was auch immer, und versuche, aus meinem Verlust herauszugehen und ärgere mich, ja, wenn ich in dieser Weise denke. Sie sehen, der Mensch sagt, er kann persönlichen Verlust nicht vermeiden, weil es nicht seine Tätigkeit ist. Bekommen ist wessen Tätigkeit? Meine oder die des anderen? Ich bin nur derjenige, der es nimmt. Ja? Ich nehme die 1.000 Euro bei der Tür, aber jemand muss sie mir geben, damit ich sie sage, ah, das ist jetzt ein Gewinn. Und ich kann nichts dafür, wenn jemand böse zu mir ist. Kann ich was? Kann ich was dafür, wenn jemand mir etwas stiehlt? Aber wie schlimm geht es den Menschen, denen was gestohlen wurde, wenn es auch noch etwas Kostbares war? So sind sie einfach gefangen in ihrem Verlustgedanken, können nicht mehr schlafen. Wäre es aber nicht ein persönlicher Verlust, dann hätten sie kein Problem. Sie würden nicht
krank werden, aber sie denken, das ist mein Auto. Wie kommen sie überhaupt auf den Gedanken, dass sie etwas besitzen würden? Und das ist hier an der Basis allen unseres Übels, wenn ich das so nennen kann, ist die Motivation des Menschen. Die Motivation ist das, wie der Geist sich selber sieht. Und der Geist sieht sich selber in seinem Unterbewusstsein. Die Psychologen nennen das eine Stolz und das andere Egoismus. Das ist aber schon ein bisschen kompliziert, bis man das erklärt. Ich habe versucht, den gemeinsamen Nenner von diesen beiden zu finden und bin der Meinung, dass ich habe, ich kann, das ist herstellen, ich bin also kreativ, ich kann Dinge herstellen, ist Stolz und ich habe, im Sinne, ich kann Dinge besitzen, das ist Egoismus. Und da der Geist diese zwei Ideen über sich hat, funktioniert er nach folgendem Schema. Geben, um zu bekommen oder nehmen. Das ist seine Funktionsweise. Alles, wie der Mensch arbeitet, seine Motivation ist, er gibt, um etwas zu bekommen. Er ist sich aber dessen nicht bewusst, dass es so tut. Der Mensch denkt, wenn er gibt, gibt er sehr liebevoll und altruistisch. Aber ich möchte ein Beispiel sagen, zumindest ein kleines. Ich sage manchmal jungen Leuten, sie sollen doch testen, ob der Mensch wirklich Liebe besitzt oder nicht. Würdet ihr das Liebe nennen, wenn sie was bekommen, wenn jemand ihnen was gibt, damit sie was zurückbekommen dafür? Würden wir das Liebe nennen? Nun, wir würden das nicht Liebe nennen, weil wir haben auch eine feste Setierung für das, was Liebe ist. So, deshalb, wenn wir in einer gewissen Situation sind, zum Beispiel muss ich ja meinen Partner, bevor ich in den Bund der Ehe eingehe, ihn kenne, was in seinem Herzen ist. Weil er wird das hervorbringen, wie er Dinge tut, erst wenn er sich selber in der Krise sieht. Weil uns ist das nicht bewusst, wie wir handeln. Und man kann das immer durch eine Krise zeigen. Dann kann man es betrachten. So, und ich habe bis jetzt noch keine junge Dame gefunden oder jungen Mann, der gesagt hat, ich werde den Test durchführen mit meinem Partner, weil sich keiner traut. Die mir bis jetzt gesagt haben, ist zu risikoreich, der Test. Weil ich habe ihm gesagt, schaut, dem Mädchen, der Freund bringt dir Blumen. Er bringt dir irgendein Geschenk, irgendetwas, was er so kostbar findet. Und um zu sehen, woher er es bringt, musst du ja schauen, okay, will er was dafür oder gibt es umsonst? Oder? Wäre doch wichtig zu wissen. Also kann man ja das Geschenk oder die Blumen oder irgendwas er bringt verachten. Ja, man kann natürlich drauf rumtrampeln oder nur in eine Ecke stellen, je nachdem, wie hart man den Test machen will, um zu sehen, wie er reagiert. Weil gibt er mir etwas, damit er was bekommt dafür, wird er sich hundertprozentig über mein Verhalten ärgern. Und er wird sich gekränkt fühlen und sagt, ich habe investiert in das Geschenk, ich habe mir die schönsten Blumen gekauft und du verachtest sie. Das heißt, er hat die Blumen umsonst gegeben, aus Liebe oder aus Interesse. Und für wen? Aus Interesse für wen? Für sie oder für sich? Das ist ganz trickreich. Wir tun manchmal Dinge und geben und denken, ah, wir sind so liebevoll. Aber da kommt kein Dankeschön zurück oder kein Lächeln und wir sagen, ah. Wir alle verstehen, dass das nicht Liebe ist. Deshalb, der Mensch ist sich nicht bewusst, dass wenn er liebt,
wenn er auf jemandem zugeht, ihm etwas gibt, dass er es letztendlich nicht aus Selbstlosigkeit, aus Altruismus tut, sondern nicht als letzte Tat, sondern er gibt es wie in eine Investition. Ich gebe, um zu nehmen. Ich handle auf Liebesebene, damit ich was bekomme. Und bekomme ich nicht für das, was ich gehandelt habe, habe ich ein Problem in meinem Leben. So, entscheidend ist es also, dass wir verstehen, wir haben in unserem Geist zwei Grundinformationen hineingelegt, die müssen wir schauen, ob sie stimmen oder nicht. Weil sie bewegen uns zu dieser ersten Tat des Gebens. Aber dabei sind wir nicht befriedigt mit dem Geben, weil wir den Gewinn nicht darin sehen, dass wir die Blumen gebracht haben. Wir sehen den Gewinn darin, dass wir für die Blumen eine Umarmung oder einen Kuss oder irgendetwas kriegen. Und wenn es nur ein kleines Dankeschön ist, ist es schon zu viel, wenn ich es brauche für mich. Wenn ich mich freue, dass der andere dankbar ist und sagt, ah schon, er schätzt das Geschenk, weil es für ihn gut ist, aber nicht für mich gut, weil ich habe es so oder so gegeben, dann ist das was anderes. Aber wir gucken und wir können das ganz schwer nur unterscheiden, wenn jemand etwas gibt, ob er es umsonst gibt aus Liebe oder ob er es gibt aus Egoismus, weil er etwas dafür bekommen will. Ja, diese Motivation führt dazu, dass wir auf dieser Sicht sind und sie ist die, die uns dann in den persönlichen Verlust bringt, wofür wir ja nichts können. Schaut, wenn Umstände uns in den persönlichen Verlust bringen, was können wir dafür? Wir denken den persönlichen Verlust und wer hat den Schaden? Ich habe den Schaden. Ich werde das versuchen in der nächsten Stunde ganz deutlich anhand der Fallbeispiele, die wir haben und die ich schon angesprochen habe, besprechen, sodass wir das praktisch sehen, wohin diese Sicht des Menschen ihn führt, deren er sich nicht einmal bewusst ist, dass er sie hat. Die kann er sich erst bewusst machen in der Notsituation, in der Stresssituation, dann, wenn die Dinge gegen das gehen, wie er denkt. So, kriegt er was, ist okay, aber kriegt er nichts, ist er im Verlust und gegen den Verlust muss er vorgehen. Zorn entsteht nicht aus Gewinn. Zorn kann nur aus Verlust entstehen. Immer. Und immer nur aus diesem persönlichen Verlust, weil ich muss dagegen angehen. Ich habe nicht einmal eine Wahl. Ich habe nur eine Wahl in meiner Sicht. Wie sehe ich das, was andere tun? So, ich bleibe hier stehen und denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann zur Lösung hinkommen. Wie kommen wir von der falschen Sicht, die uns Verlust macht, persönlichen, in die richtige, wo kein persönlicher Verlust in der Realität existiert? Vielen Dank, Herr Dr. Müller, für Ihre Ausführung. Ich möchte Sie, liebe Anwesende und Zuschauer, dazu einladen, heute Abend um 20 Uhr bei der vierten und letzten Folge dieses Vortrags wieder mit dabei zu sein. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch an den Spendenbeitrag erinnern. Dieses Geld dient dazu, die Unkosten zu begleichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch eine erholsame Pause.
Musik.